So, ich möchte mich ganz kurz nochmal zum Wort melden. Ja, ob das kurz das heißt ist, aber es kann vielleicht ein langes Video werden, so circa 12, 13 Minuten. Ich möchte erstmal, das ist für mich einfach ein ganz normales privates Video von mir persönlich. Ich muss ein paar Sachen abklären, weil ich angesprochen geworden bin. Du machst so viele Sachen, warum machst du das? Bevor ich aber damit anfange, fange ich erstmal mit den Star Wars Fans an. Und die, weil es wird ein Video für allen Fans, die ich hier habe. Ich möchte mich auch nochmal herzlich an euch bedanken für eure Unterstützung. Danke noch einmal. Und es kommt auf jeden Fall Star Wars Sachen nach. Ich werde auch kommen, das halt mal langsam mal anfangen, den Sistor Blaster zu bauen. Mir fehlt aber leider Gottes ein Rohr für das Endgehäuse, einen Griff dran zu montieren, etc. Ich muss wieder Werkzeuge haben, Bohrer und das etc. Es ist momentan aber alles teuer geworden. Und wenn du nach dem Baumarkt gehst, sind die Regale leer? Ich weiß nicht, was los ist. Ich wollte letztens Bohrer holen und sind natürlich 1, 2 Euro teurer geworden. Ich gucke, okay, dann waren sie trotzdem nicht da und dann stand ich dann da. Auf jeden Fall, da wird was passieren. Ich muss auch noch mal gucken, im anderen Baumarkt hinzugehen und da gibt es ja meistens Meterware an Edelstahl oder Materialien. Ich muss langsam mal doch mal auf Aluminium zurückgehen, weil dieses Material etwas weicher zu verarbeiten ist, besser und deswegen. Kommt oder was. Aber ich will auch mal für meine ganzen Nicht-Schwert-Freunde mal ganz kurz ein Info-Video geben. Es ist kein negatives Video. Es geht um dieses Schwert hier von Amazon, dieses, was ich zu Weihnachten bekommen habe von meiner Frau. Habe ich viele Videos gemacht hier auf dem Kanal. Bei Dickpunkts habe ich was gezeigt, Facebook gezeigt, etc. Es ist ein mega geiles Teil, aber was mich skeptisch macht, warum geht der Akku von selber leer? Das Ding habe ich jetzt ungefähr 2, 3 Wochen nicht benutzt. Ich weiß, Batterien können auch von selber leer werden, aber dass der Strom komplett weg ist, das ist fraglich. Also, okay, vielleicht kennt sich jemand besser mit aus. Ich bin kein hohes Fachprinzip in diesen Sachen. Ihr wisst das ja auch ein bisschen, was mit Technik ist. Ich habe es heute komplett aufgeladen. Es hat wirklich 5 Stunden gebraucht, um aufzuladen. Es war wirklich ratzefatze leer, da war kein Strom mehr drin. Der Akku total leer. Und ich habe das gar nicht benutzt. Also, wenn jemand eine Frage dazu hat oder eine Idee, woran das liegen sollte, oder Mike, tu vielleicht einen Akku wechseln, könnt ihr es mir auf meine Kommentare reinschreiben. Sonst ist dieses Schwert ein mega geiles Schwert und es macht mich immer wieder Freude. Also es ist kein Fehlkauf oder irgendetwas. Also, es ist ein mordsgeiles Teil. Es funktioniert wieder. Aber das Temo-Schwert. Funktioniert immer noch. Und der Akku ist nicht leer. Und er ist noch fast voll. Das ist ein wirklich, muss ich sagen, und das Ding hat nur 20 Euro gekostet. Und das Teil hat über 100 Euro gekostet. Also, ne, ihr seht. Also, wenn ihr eine Idee habt, woran das liegen kann, dann schreibt es bitte mir in die Kommentare, sachliche Kommentare. Das würde mich riesig freuen. Ich mache auch ein paar Figurenvideos, ich würde mal überlegen, ein paar Star Wars Figuren oder viele hier von mir noch einmal ein Kurzvideo zu zeigen in 1-2 Minuten Takt. Du bist mit Lichteffekte. Mal gucken, wie meine Canon-Kamera. Ich muss eine neue Karte haben, eine andere Karte, damit ich jetzt auch mein Tablet hochladen kann. Da mache ich auch mega geile Videos. Auch ich hole mir 4 Figuren von Kenner, so kleine Figuren, so ganz wie früher. Ne? Also lass mich überraschen, ich freue mich auf diese Figuren. Dann gibt es auch wieder ein paar Videos auf meinem Kanal für meine Star Wars-Fans. Aber lasst euch natürlich überraschen, auch mein Z-Stripper Blaster wird gemacht und ein paar Lichtschwerter wieder. Auch für ein René habe ich versprochen, einen kleinen Mini-Blaster zu bauen von Han Solo. Ich habe überlegt, für meine ganzen Fans mal so mal irgendwas zu machen. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil man kann nicht alles schaffen. Ich habe viel zu tun auf der Arbeit und da will ich mir auch mal gerne nicht mal. Also, ihr wisst, woran das liegt. So, dann war die Frage gewesen, warum machst du eigentlich alles zu viel durcheinander auf meinem Kanal? Mein Kanal ist abwechslungsreich. Normalerweise dient mein Kanal um, es geht um Film. Anfang war es mit Star Wars, ich bin ein großer Star Wars-Fan, aber ich bin auch ein Batman-Fan oder ein Iron Man-Fan oder andere Filme, Predators, Aliens, Transformers, Superman, alle die Filme mag ich gerne als Kind und heute auch. Gucke ich gerne an und manchmal sitze ich dann vom Fernseher, gucke einen Film an
Schatz, ich habe was gefunden, was ich brauche. Oh, yes, du. Ne? Auch Harry Potter liebe ich gerne. Mache ich gerne. Da wurde mir auch angeboten, also wie man gesagt, könntest du was von Harry Potter bauen? Ich versuche zur Weihnachtszeit den Nimbus 2000 Flugbesen zu bauen. Und ein oder andere Mal gucke ich mal. Aber das war mir einfach eine Freude und deswegen ist dieser Kanal abwechslungsreich. Natürlich gehören zu diesen auch manchmal Figurenvideos. Ne? Ich sammle ja auch Figuren, ihr seht es ja auch. Und natürlich auch Werkzeugvideos sind dazugekommen. Warum? Ich brauche Werkzeug für meine Bauprojekte und dann kann ich auch mal zeigen, was ich mir geholt habe für meine ganzen Projekte, was ich da geholt habe und was es da gibt. Und deswegen mache ich auch diese Werkzeugvideos. Kommt nicht immer. Aber es kann auch sein, dass ich Ihnen ein Werkzeug damit einarbeite. Wird ihr irgendwann kommen, halt sehen. So, das zu dem Thema. Dann zum Thema Batman noch einmal. Ich habe jetzt gerade eben ein Video gemacht. Ich werde gleich nochmal ein Video hochladen. Das Video werde ich auch hochladen. Dann kommt das andere, weil ich mache eine weitere Batman-Höhle. Ihr wisst ja, hier unten ist meine andere Batman-Höhle. Und da, ja, die andere kommt daneben. Das ist der Tom, hier der 3D-Drucker, Helm vom Tom. Und da werde ich mal gucken. Ja, da werde ich auch was machen auf jeden Fall. Ich werde eine wunderschöne Höhle bauen für alle Batman-Fans. Beginnt, haben wir einmal den Figuren, wie eben hier, und dann den Tabler Höhle, wo der wirklich durch den Wasserfall losfliegt. So auch gemacht. Lasst euch überraschen, weil es macht eine große Freude. Ja. Nur leider Gottes für manche Sachen, für meinen Gürtel zum Beispiel, muss ich Aluminium holen. Ich mache ja noch einen weiteren Batman-Gürtel. Da muss ich mal schauen, weil 3D-Drucker habe ich nicht. Da habe ich erstmal keinen Platz und kein Geld für. Aber aus einem 3D-Drucker kann man sehr viele schöne Sachen machen. Ich habe gesehen, eben in der Hülle ist ein Batman-Helm. Den habe ich vom lieben Tom. Und das macht mich eine ganz große Freude. Da hinten steht auch die Catwoman, kann und ist nicht dran. Die steht immer an meinem Bett. Da hinten ist die Catwoman. Wurde auch so ein 3D-Drucker gemacht. Kann man wunderschöne Sachen ausmachen. Nur ich habe keinen Platz dafür und kein Geld dafür. Deswegen mache ich meistens sehr viel aus der Hand. Aber ich muss mal gucken, dass ich von Edelstahl auf zum Teil auf Aluminium gehe. Weil Aluminium kann man sehr besser verarbeiten. Es ist nicht so hart wie Edelstahl. Bei Edelstahl muss man immer einen anderen Bohrer haben. Und da muss ich mal schauen. Da werde ich auf jeden Fall das machen. So, das war zum Thema Batman-Fans hier. Also Höhle, Batman-Gürtel und die Enterhakenpistole, die ich ja gestern hochgeladen habe, wird auch noch verändert. Mit Zubehör, Funktion, dass sie so ein bisschen funktioniert, weil ich habe überlegt, auch mal irgendwann später ein Batman-Kostüm zu machen. Da müsste man auch natürlich die sogenannte Requisiten haben. So, ich weiß nicht, wie viel ich gequatscht habe. Dann für meine Night Rider Freunde. Natürlich kommt dann die Endfinale eher mal später vom Night Rider, vom Phantom, den ich ja von jemandem gesponsert bekommen habe. Ja, und das geht auch bald zu Ende, weil die Jahre gehen schnell vorbei. Das ist, ging so ratzfatz. Ich habe überlegt, boah, was hast du alles gebaut, was hast du alles gemacht? Und die Zeit geht schnell vorbei. Gut, also für meine Star Wars Fans hier noch einmal. Schaut mal, wegen dieses Schwert. Wenn ihr eine Idee habt, warum der Akku auch beim Außenbetrieb leer geht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, jede Batterie kann auch von selber leer werden, wenn man es nicht benutzen tut. Aber meistens geht es nach, ich glaube, ein Jahr, Jahre erstmal. Und das ist innerhalb von 2, 3 Wochen, oder 2 Wochen, war das nö. Und das Ding ist immer noch aktiv. Vielleicht muss ich mit einem anderen Akku reinsetzen. Kann man ja, es gibt ja viele Shops für Lichtschwerter. Ja, ansonsten, Batman habt ihr gesehen. Aber dieses Kanal, dieses Video ist natürlich für alle Fans. Das habe ich am Anfang auch schon mal gesagt. Jo, kann man doppelt sagen. Und ich muss natürlich auch noch eigene Sachen nochmal nachbauen, auch von Star Wars zum Beispiel. Da gibt es ein Lichtschwert, habe ich im Keller. Ach so, ich wurde nur angesprochen, warum machst du nichts im Keller mehr? Du hast ja oben alles jetzt hier oben gemacht. Du hast deine eine YouTube-Studio-Ecke gemacht. Du hast alles meist im Keller gebaut.
Ich will das nicht rumpulsieren. Also ich mag es gerne, wenn ich es oben mache, weil meine Frau ist hier oben. Ich war immer nur stundenlang im Keller gewesen und sie war dann so ein bisschen alleine hier oben. Ich mache das nicht mehr. Und ich finde es auch, sieht schöner aus. Aber es gibt auch ein Problem mit den Nachbarn. Bin ich jetzt mal ein bisschen gut. Metallspäne sind da, aber ich kehre meistens alles immer weg, mutern, ist ein bisschen gut. Aber es geht ja meistens auch um Strom und der Strom ist ja ein bisschen Allgemeinstrom, deswegen versuche ich meistens immer diesen Strom zu vermeiden. Ich mache kurz in circa eine Stunde unten die Vorarbeitung und dann baue ich meistens immer oben aus, weil es eigentlich bringt es unten auch nichts im Keller, weil man sieht dann meine ganzen gebauten Sachen nicht mehr, wenn ich ein Video mache und alles im Keller. Ich habe eigentlich überlegt, mal wieder unten oder der Keller auch wieder aufzuräumen, weil er ist voll. Da passt auch nichts mehr rein. Und wenn natürlich dann meine ganzen Bausachen mehr wären nach einer Zeit, dann muss ich überlegen, wie auch den Keller wieder zu nutzen. Dann nutze ich aber beide Seiten, aber oben und unten. Aber da will ich einfach erstmal nochmal Zeit lassen. Aber es gibt so ein bisschen ein paar private Probleme. Ich sage, pass mal auf, lass es lieber. Weil Keller ist meistens ein Keller zum Abstellen. Und wenn irgendwas mal ist und es muss mal was reingestellt werden, dann passt das nicht mehr rein. Und deswegen hier oben. Ich bin hier oben auch nicht fertig. Es wird wieder umgebaut, damit man wieder besser sieht. So. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ja, jetzt werde ich jetzt erstmal dieses Video beenden. Ob ihr das jetzt, dieses Video einen Daumen hoch geben wollt, das müsst ihr selber entscheiden. Das war einfach nur ein reines Informationsvideo. Und ihr könnt ja ganz einfach überlegen, okay, pass mal auf, nicht dieses Video. Ich blicke mal ganz mal zurück, was der liebe Mike alles auf seinem Kanal überhaupt gemacht hat. Vom Anfang bis jetzt. Und wenn dann ihr was gut findet, dann könnt ihr da einen Daumen hoch gibt, Daumen hoch tut, um natürlich für die Sachen dann meinen Kanal zu abonnieren. Ihr könnt das gerne auch weiter teilen oder natürlich die ganzen Freunde sagen, ich kenne jemanden, der ist super gut, der macht ein bisschen so schöne Bauprojekte. Man ist nie sage ich mal, es ist noch kein Meister bei mir gefallen. Ich bin nicht der Perfekte, aber ich gebe mir einfach Mühe. Und ich möchte mich bei euch alle herzlich bedanken. Euer Mike. Bis dann. Ciao.